Herzlich willkommen zu meinem Newsletter im Monat Februar. Dem Monat, den wir für die Liebe anerkennen, für Valentinstag, die Liebe zwischen Menschen, romantische Liebe, Cupid und natürlich Liebe im Allgemeinen, aber auch zu uns selbst. Ich begrüße dich hier aus Bali, wo ich gerade in meinem Garten ein Wunderwerk gefunden habe. Chapaka, die Blume, die oft in Opfergaben gegeben wird, als Dank an die Götter dafür, dass alles wunderbar organisiert wird von den höheren Kräften. Wir haben einen Baum gepflanzt und der ist jetzt groß genug, um viele Blüten zu tragen. Und Balinesen stecken sich oft selbst Männer, die Blüten hinter die Ohren, und bei Segnungszeremonien danken sie für alles, was von den höheren Ebenen in diese Welt gegeben wird, koordiniert wird. Und sie übergeben aber auch ihre Lebenshaltung der höheren Führung. So, und wenn wir an Liebe denken und an die Griechen denken, da haben wir etwas Ähnliches bei den Griechen, denn die dachten, dass Liebe von höheren Wesen, dem Engel Cupid, ne, der mit dem Bogen schießt, einen Menschen verlieben lässt und dann die Liebe entsteht. Wie entsteht wirklich die Liebe? Wir haben jetzt gleich Vollmond am 5. Februar und ich hoffe, du siehst den Film noch vorher, denn der 5. Februar, diesem Vollmond, der im Löwen steht, hat auch Uranus im Quadrat zum Mars, wie ich das verstanden habe, und bringt eine Menge an konfliktreichen Reaktionen auf, die in Partnerbeziehungen danach aussehen können, dass der eine sagt, hör mal, lass mich mal, ich will meine Freiheit, ich will das jetzt alleine machen. Bevor das soweit kommt, lass uns dessen bewusst werden und uns besinnen und schauen, was wir an Tipps zum Lieben in unserem Leben aktivieren können. Dazu habe ich eine kleine Miniserie jetzt hier für den Februar geschaffen. Mini-Videos von 8 Minuten mit Tipps und Tricks zum sich mehr verlieben, zu verstehen, was Liebe ist, wie Liebe entsteht, wie wir sie entfalten können, wie Dankbarkeit vergeben, Verzeihung bitten, Anerkennung geben, Ehren, wie all das dazugehört und wie wir unsere Beziehungen verbessern können. Hier unten drunter in meinem Newsletter findest du, und wie auch hier im YouTube, findest du die anderen Links dazu, und ich möchte dich einladen, diese dir anzuhören, um ein paar Inspirationen für dich in deinem Leben zu bekommen. Denn kleine Videos wie diese, wie ich sie auch in meinem 365-Tage-Kurs mache, täglich, bekommt man täglich Inspirationen, anstatt einmal im Seminar, wo man denkt, aha, ja klar, die Liebe. Und jetzt atme ich tief und gucke dir tief in die Augen. Und das tägliche Üben ist eigentlich das, was wirklich benötigt ist. Ideen bekommen ist gut, Inspirationen bekommen ist gut, aber im täglichen Leben die Ideen immer wieder vor Augen führen, damit wir unsere Augen auf den Fokus lenken, auch am Ball bleiben und dabei bleiben und die Ideen und Ideale umsetzen. So, wie entsteht Liebe? Liebe kann schon da entstehen, wo wir uns gar nicht physisch sehen. Es hat nicht so viel mit unserer Erotik zu tun oder mit dem Gefühl, der ist oder die ist anziehend und entspricht meinem Bilde. Das war so mein erster Ehemann, noch immer ein guter Freund, aber der entsprach dem Bilde. Da habe ich gedacht, der sieht aus wie der Mann in dem Film Der Mann aus Santa Fe, hieß das auf Deutsch. Und ja, das war Liebe auf ersten Blick, weil mein Gehirn gespeichert hatte, das ist der Mann, der spricht Englisch, lebt in Amerika, sieht so aus, fantastisch, alles passt. Dann passten so einige Dinge nicht, obwohl er guten Willens war und eine reine Seele ist, eine gute Seele ist. Aber als ich dann 21 war, obwohl er mir die ganzen Bücher zur Meditation organisiert hatte, wollte er nicht mitmeditieren. Und ich wollte einen Mann finden, der meinem Wunsch entsprach. Und da kam ich zu meinem Meditationslehrer und er sagte, ja, ich verstehe ja, dass du sauer bist und dass du unzufrieden bist und unerfüllt bist. Ne? Nichts lief. Weder der Sex noch die Meditation. Und er sagte, anstatt dich auf das zu fokussieren, was du nicht haben magst oder was dich nicht erfüllt, setz dich jeden Tag hin und stell dir vor, wie es wäre, wenn du schon da wärst, wo du gerne sein wolltest.
Manchmal ist das etwas schwieriger als gesagt, aber ich habe mich hingesetzt und mir vorgestellt, dass ich in dieser vereinten Liebesbeziehung bin. Aber, sagte mein Meditationslehrer, pass auf eins auf und male dir kein Gesicht aus. Das kann ich dir ans Herz legen. Gehe in die Erfüllung, die du erleben möchtest, was immer dabei beachtet werden soll. Und fühle die Erfüllung in deinem Herzen, als wäre sie jetzt schon da. Und indem du es fühlst, strahlst du eine Matrix aus, ein holographisches Fenster, ein Blaupausenwerk, wie ein Architekt das Haus baut. Und dementsprechend sammelt das Universum die Energien um dich herum. Und siehe da, nach ein paar Monaten war es sonnenklar. Ich traf meinen Mann und es war der Mann, mit dem ich meine Seele vereinen konnte. Schon beim dritten Mal sah ich es in unserer Meditation, dass wir uns berühren konnten jenseits von Raum und Zeit. Na, nicht jeder ist so gebaut, dass er jenseits von Zeit und Raum schaut. Ich hatte das schon jahrelang in Meditation geübt. Mir war es wichtig, was immer dir wichtig ist. Es ist Harmonie, Einklang und ineinander tauchen können, so weit wie du kannst. Deine Seele öffnen und ein Kokon von Einheit bilden, was unsere Vereinigungsgefühle in Freude versetzt, wo wir das Gefühl haben, da wird mehr aus uns, ich liebe dich, da wird ein Fenster aufgemacht und erlaubt uns, in eine Welt zu schauen, die größer ist als die Summe der zwei. Wenn du dieses Ineinanderschauen schaffst, dieses 90 Sekunden in der Partnerschaft, sich tief in die Augen schauen alleine schaffst, schaffst du schon viel. Ich gebe noch mehr Tipps in weiteren Videos hier unten in einer kleinen Serie und ich hoffe, du schaust dir sie an. Weiter unten lade ich dich auch ein, täglich mit meinen Videos mitzumachen, wo ich Tipps und Tricks jeden Tag, Anregungen gebe, Erklärungen zu inspirierenden Zitaten und Texten, 365 Tage im Jahr. Du kannst so viele davon machen oder so wenig, wie du willst. Es kostet 15 Euro im Monat. Also es lohnt sich. Einmal in der Woche arbeitest du mit einer Meditation, um in deine innere Weisheit zu tauchen, um zu sehen, was dir wirklich wichtig ist in Bezug auf das Thema der Woche, das du dir dann ausmalst. Und einmal im Monat treffen wir uns live per Zoom in einem online 90 Minuten Workshop jeden Monat. Alles inbegriffen in den Preis. Ich hoffe, du machst mit. Bring ein paar Freunde mit. Wir haben schon viele Menschen, die schon seit ein paar Jahren das machen, weil in dem Preis lohnt es sich alleine schon einmal im Monat mitzumachen. Gut, was machen wir jetzt im Moment mit unserem Vollmond? Wir können uns gewiss werden, dass da so eine Art in uns entsteht, die sagt, weißt du was, ich kann es auch ohne dich. Naja, dich brauche ich gar nicht. Die Wirklichkeit aber ist, dass wir nicht eine Insel alleine sind und morgen schon wieder zurückkommen werden auf den Austausch von anderen. Denn damit sind wir aufgewachsen, wir sind geboren durch andere, wir sind in einer Matrix, in einem Gefüge, das ineinander greift. Auch wenn wir Zeit alleine brauchen, leben wir nicht alleine und wir brauchen die Interaktion von Herz und Seele und Körper und allen Elementen. So, wir sind hier auf Bali. Wir machen gerade wieder zum 1. Februar in unserem Shambhala-Seminarzentrum auf. Und unsere Mitarbeiter, die wir jetzt haben, arbeiten jetzt alle Vollzeit seit gestern. Und es waren jetzt drei herausfordernde Jahre, die wir mithilfe von Bali Blessing und Quantum Wellness gemeistert haben mit unseren eigenen Einkünften. Es ist schon interessant, wenn man mich fragen würde, mich fragte neulich jemand, würdest du das Zentrum, das haben wir 2008 angefangen zu bauen, 2009 geöffnet, dann waren es 14 Jahre jetzt, würdest du es nochmal machen? Und es war so mit der Frage gestellt, hat sich's gelohnt? Ich meine, jetzt die letzten paar Jahre, das alles, vielleicht einen großen, mit einem großen Rückblick jetzt sagen, nee, lieber doch nicht. Da habe ich mir Moment Zeit genommen, um zu antworten und habe nachgedacht.
Es kam aus mir ein, ich würde alles nochmal machen. Das oder was aus mir geworden ist in der Zeit, was ich habe kennenlernen dürfen. Ich habe Management gelernt, ich habe Seminare ständig leiten können mit unseren Angestellten. Ich habe arbeiten können hier vor Ort in einem unserem kleinen Ashram. Ich habe Menschen kennengelernt von enormstem Licht hier auf der Erde, die Menschen bewegen, die Menschen, die teilnahmen, die schönsten Wesen, die hellsten Seelen. Es ist ein Geschenk gewesen, mit unseren Mitarbeitern einen Kokon zu basteln, wo wir diese Menschen haben aufnehmen dürfen. Ich habe Balinesen kennengelernt, ich spreche Indonesisch, wie nie, sehr selten andere das sehr wahrscheinlich können, weil man auf so engem Wegrahmen sich sehr intensiv kennenlernt, die Schwächen, die Stärken, und ich schätze die balinesische Kultur. Als erstes steht hier das gegenseitig sich nicht bedrängen und das gegenseitig sich verzeihen. Das sind zwei starke Elemente, die wir in jede Beziehung mitnehmen können. Weder den anderen zwingen, bedrängen, benörgeln und machen, zwingen wollen, dass der irgendwas wird, sondern den Raum geben, dass er entweder das tut oder sich damit abfinden, dass es nicht so ist und dann die Konsequenzen ziehen eventuell. Und dass man sich gegenseitig immer wieder um Verzeihung bittet für das, was schiefgelaufen ist. Und dazu habe ich einen kleinen Film unten weiter angehangen, ein paar Tipps und Tricks, um Verzeihung miteinander zu teilen. Ich hoffe, dich einmal vielleicht in dem Kurs 365 Tage Manifestation Tag für Tag kleine Wunder für dich kreieren, live miterleben kann, einmal im Monat und dann per Video jeden Tag. Wenn du magst, kannst du mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder dich mit mir austauschen, auch deine kleinen Wundergeschichten erzählen, die dir widerfahren sind mit dem Kurs oder mit dem Kurs Leben aus der Vision, womit wir über 5 Wochen hinweg konsequent lernen, Dinge zu manifestieren, die uns wichtig sind. Eins möchte ich noch sagen, für diejenigen, die interessiert sind, ein Kursleiter zu werden und selbst Kurse zu leiten und aber nicht wissen genau, was soll ich da alles anbieten, nicht die Bücher drucken lassen wollen, nicht das ganze Curriculum bauen wollen, aber handfest etwas haben, womit du professionell unterrichten kannst oder schon unterrichtest, aber und dazu lernen möchtest. Komm zu mir, schreib mir, wir fangen jetzt, im Februar sehr wahrscheinlich fängt das jetzt an, ein Kursleitertraining an für den Kurs Leben aus der Vision. Ich habe 2 Plätze noch maximal frei, wir haben schon Anmeldungen und wenn du daran interessiert bist, melde dich, ich schicke dir die Links und mache mit dir ein privates Zoom-Call, um herauszufinden, ob das für dich passend ist. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wunderschönen Februar. Mit viel Liebe, Entfaltung, Selbstliebe und auch jetzt einen angenehmen Vollmond, der vielleicht etwas herausfordernd ist, aber mit dem Wissen gewappnet du jetzt schon etwas harmonischer damit umgehen kannst. Ich freue mich, dich einmal live kennenzulernen. Schreib mir und wir machen einen Zoom-Call. Namaste.